Was Alpen ausmacht, das sind, glaube ich, zuerst mal die Menschen, die in Alpen leben. Gemeinsam sind wir in Alpen zu Hause und gemeinsam fühlen wir uns in Alpen wohl. Ob im Eigenheim, in einer Wohnung, ob mit Unterstützung oder alleine, für jeden gibt es und soll es auch in Zukunft Wohnraum in Alpen geben. In Alpen wird es immer schöner, ob in der Innenstadt oder in den einzelnen Ortsteilen. Es ist sauber, es blüht. Man hält sich hier gerne auf. Alle Menschen sind in Alpen willkommen. Ob als Flüchtling, als Besucher im Tourismus, Freizeit oder in der Gastronomie, jeder soll sich in Alpen, solange er hier ist, wohlfühlen. Die Menschen in Alpen setzen sich für ihre Gemeinde ein. Vor allem das starke Ehrenamt ist der Kitt unserer Gemeinde. Ob bei der Feuerwehr, im Sport, bei den Schützen oder in vielen anderen Aktivitäten. Durch die Ehrenamtler wird unsere Gemeinde bereichert. In Alpen entsteht Infrastruktur für die Zukunft. Für eine kleine Kommune sind wir vorbildlich, teilweise sogar deutschlandweites Paradebeispiel für Barrierefreiheit, Gesundheitsversorgung oder schnelles Internet durch flächendeckenden Breitbandausbau. Durch kontinuierliche Investitionen sind wir gut aufgestellt. Das ist Generationengerechtigkeit. Gemeinsam wollen wir diese für uns und die Generationen nach uns erhalten. Daher ist Klimaschutz in Alpen schon seit langem gelebte Praxis. Unzählige Projekte wie die Alpensonne, Alpenblüht oder die konsequente Sanierung öffentlicher Gebäude wurden in Alpen bereits umgesetzt. Alpen ist auf der Zielgerade für eine klimaneutrale Gemeinde. Alpen ist aber auch ein beliebter Standort für kleine, mittlere und große Handwerks-, Einzelhandels- und Industriebetriebe. Die Landwirtschaft ist wichtiger Bestandteil unserer lokalen Wirtschaft. Alpen ist eine niederrheinische Gemeinde mit überdurchschnittlich vielen Vollerwerbslandwirten. Damit wir weiterhin Standort für die Wirtschaft bleiben, aber auch Menschen zu uns locken, um bei uns einzukaufen, sind wir davon überzeugt, dass ein klares Einzelhandelskonzept und die Erhöhung der Aufenthaltsqualität dafür wichtige Bausteine sind. Alpen hat Zukunft. Gemeinsam wollen wir nicht nur Bildung, sondern auch die Lebensqualität für Kinder und Jugendliche kontinuierlich verbessern. Alpen soll die Bedürfnisse aller Generationen erfüllen können. An allen Grundschulen soll es die gleichen Betreuungsangebote geben. Mit unserem klaren Bekenntnis zur Sekundarschule haben wir die Zukunft einer weiterführenden Schule in Alpen gesichert. Wir sind davon überzeugt, dass eine Gemeinde mit 12.000 Einwohnern diese auch braucht. Alpen, das ist eine Gemeinde mit 4 Ortsteilen. Menzeln mit Bönning und Rill. Die Bönning Hart. Feen, Alpen mit Drübt. Das ist unsere Gemeinde. Das sind die Menschen, die hier leben, die hier arbeiten, die hier ihre Zukunft beginnen. Das ist der Grund, warum wir Kommunalpolitik machen. Das ist unser Antrieb, die Erfolgsgeschichte Alpens weiterzuschreiben. Gemeinsam für Alpen.